Berührungslos bremsen. Das ist eigentlich eine sehr tolle Idee, weil es verhindert, dass Bremsen verschleißen. Und das Ganze geht mit der Wirbelstrombremse. Schauen wir uns wie immer etwas Geschichte an. Da hätten wir Michael Faraday. Englischer Naturforscher, gilt als einer der bedeutendsten Experimentalphysiker und als Entdecker elektromagnetischer Induktion. Induktion, das ist das Entstehen eines elektrischen Feldes bei einer Änderung des magnetischen Flusses. Und den Standardversuch dazu kennst du vielleicht. Man nimmt einen Magneten und bewegt ihn in eine Spule hinein und hinaus und dann kann man an der Spule die sogenannte Induktionsspannung messen. Weiter geht es mit dem Herrn hier, das ist Heinrich Friedrich Emil Lenz, ein deutsch-baltischer Physiker, welcher die Zusammenhänge zwischen Magnetfeld und elektrischen Feldern erkannte. Heißt ganz konkret, ein induzierter Strom sucht eine Änderung des magnetischen Flusses zu verhindern. Hier ist das Experiment von eben. Diesmal ändern wir aber etwas, und zwar werden wir mit einem blauen Kabel diese Strecke hier verbinden, das heißt praktisch einen Kurzschluss machen. Und was jetzt passiert ist, dass dieser Magnet gebremst wird. Das heißt, wenn ich diesen Magneten jetzt in den, in diese Spule reinfallen lasse, wird er dabei gebremst. Und noch ein Herr, und zwar Henrik Anton Lorenz. Dieser ist ein niederländischer theoretischer Physiker, hat Untersuchungen zur Elektrodynamik bewegter Körper gemacht und die Lorentzkraft ist nach ihm benannt. Das ist die Kraft, die eine bewegte Ladung in einem magnetischen Feld erfährt. Hier ist abgebildet die linke Hand. Der Daumen zeigt immer in Richtung der sich bewegenden Elektronen. Dann der Zeigefinger zeigt in Richtung des Magnetfeldes, geht von Nord nach Süd. Und der Mittelfinger, der zeigt in Richtung der sich ergebenden Lorentzkraft. Dabei ist darauf zu achten, dass alle drei Finger jeweils senkrecht aufeinander stehen. Schauen wir uns nun die Funktionsweise an. Dazu betrachten wir einen Magneten, der stillsteht und eine Metallplatte, die daran vorbeifährt. Mit der linken Handregel kann man entsprechend sehen, dass sich die Elektronen in diesem Magnetfeld, da sich ja die Metallplatte nach links bewegt, auch nach links bewegen. Und dadurch bekomme ich eine Lorentzkraft, die die Elektronen nach oben verschiebt. Außerhalb des Magnetfeldes können sie in der Metallplatte wieder zurückfließen, wodurch sich zwei Kreisströme bilden. Diese Kreisströme bilden wiederum ein Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld ist, Lenz'sche Regel, wirkt ihrer Ursache entgegen und ich habe einen Bremseffekt. Das Ganze funktioniert natürlich auch andersherum. Das heißt, wenn die Metallplatte steht und ich den Magneten bewege, bekomme ich im Prinzip genau das Gleiche. Schauen wir uns ein Beispiel an. Sicherlich ist dir beim Zugfahren vielleicht schon mal aufgefallen, dass hier solche Klötze direkt auf den Schienen hängen. Das ist zwischen zwei Rädern fotografiert. Und zwar sind das hier so acht Klötze, die direkt auf den Schienen sich befinden. Und das sind Elektromagnete. Und wenn die eingeschaltet werden, habe ich praktisch ein Magnetfeld, da fährt eine Schiene, also sprich eine Metallplatte sozusagen, vorbei und ich habe meinen Bremseffekt. Und hier habe ich nochmal ein anderes Beispiel. Das hier ist eine Achterbahn. Und hier ist es auch so, ich habe hier Elektromagnete, das sind hier diese schwarzen länglichen Teile. Und an dem Wagen selber
ist, das nennt man ein Schwert, also praktisch eine Metallplatte, die dann praktisch hier durchfährt. Und dadurch erhalte ich einen Bremseffekt. Der Vorteil von von der Wirbelstrombremse besteht darin, dass sie berührungslos bremst. Und damit habe ich natürlich auch keinerlei Verschleiß. Das heißt, ich kann mich darauf verlassen, dass auch nach dem, was weiß ich, wie oft Male, die Bremse zuverlässig funktioniert. In diesem Experiment habe ich hier zwei Magnete, der blaue hat den Südpol links, der rote auch, beziehungsweise jeweils rechts den Nordpol. Das heißt, ich habe hier von Nord nach Süd ein Magnetfeld. Und hier habe ich zwei Platten. So, wenn ich das jetzt mal hier hinstelle. So, dann kann ich hergehen und die Platte hier durch das Magnetfeld rauschen lassen. Jetzt nehme ich die Platte und lasse die in das Magnetfeld fallen. Und wie man sieht, wird sie relativ stark abgebremst. Nochmal. Hoppla. So, und jetzt habe ich eine Platte, die ist so zersägt. Und die wird quasi nicht abgebremst. Jetzt kann ich ja spaßhalber, ups, beide mal gleichzeitig fallen lassen. Und man sieht, die vordere Platte steht schon, während die hintere noch schaukelt.